Oh, Freunde, willkommen zurück zu Splatoon 2. Seid ihr bereit für eine neue Shopping-Tour? Ich auch. Mal schauen, wie wir uns jetzt schmücken können. In so einem schönen Inkling. Wir haben noch immer die gleichen Teile. Es ist noch immer der gleiche Tag. Ne, die ändern ja pro Tag. Und ich glaube, diesmal gönne ich mir dieses schwarze Shirt. Der Spezialfähigkeit plus. So, und bei den Mützen. Ich nehme mir das. Es sieht irgendwie cool aus. Ja, komm. Gönn dir. In Japan ja sehr populär. Ist ja nicht nur, um Krankheitserreger abzuwehren, sondern auch Mode bei denen. So, und hier kaufen wir uns den Klecksbombe und Tintendüse. Eieiei, das ist wieder eine Waffe, die nicht so geil ist, aber okay. Wir müssen die alle kaufen. So, und die Schuhe passen auch ganz gut zum Look. Perfekt für die Schlacht. Getarnt, ganz in Schwarz. Ja, jetzt kann es losgehen. Und falls ihr momentan versucht, mir zu joinen, mir fällt gerade ein, ich habe das unterbunden. Wegen Mario Kart 8, weil wir da ja regelmäßig Turniere im Clan spielen und da gibt es halt eine Regel von MK-Boards, dass man seine Switch auf nur beste Freunde dürfen joinen setzt, damit keine Randoms da reinplatzen. Ist nämlich schon oft genug passiert bei anderen Clans. Ich glaube auch bei uns einmal. Und das ist halt immer ein bisschen doof und deshalb ist das halt zu. Ich werde aber versuchen, immer wenn ich Splatoon aufnehme, dann werde ich das kurz, glaube ich, auf Twitter veröffentlichen und währenddem es halt auch dran denken, die Einstellung zu ändern. Wir werden da schon einen Lösungsweg finden. So, jetzt mit diesem anderen Kleckser unterwegs. Kleckser sind eigentlich immer gut, nur die Spezialfähigkeit, das war fies. Die Spezialfähigkeit ist halt nicht so meins. Mal schauen, ob das was wird. So, da auf der anderen Seite. Oh Gott, die sind zu zweit. Aufpassen. Der Funfan. Alter, ich sterbe hier ständig weg. Ich kann dem nicht aus dem Weg gehen und der hat die Spange in den Haaren. Das ist cool. Die klassische, ne? Das Schulmädchen. Damals hat man die mit den Amiibos gekriegt, heute auch noch. Amiibo-Scannen werden wir auch demnächst machen, aber lasst uns erstmal reinkommen. So. Jetzt hat er uns gekriegt. Das gibt's doch nicht. Die Musik ist die alte, klassische. Ich weiß nicht, hat den. War das so, dass die Maps unterschiedliche Musikstücke hatten? Nö, ne? Es gab immer so 5 Battle Tracks. Nicht, dass auf den klassischen Maps halt auch die klassische Splatoon-Mucke läuft und auf den neuen halt die neue. Kann gut sein. Würde auch passen. So, jetzt kommt etwas auf uns zu. Wow. Ah, der ist gut mit seinem Doppelkleckser. Oder Klecks-Doppler. Heftig. Ah, das haben wir sicher nicht. Nee. Ist aber auch eine starke Lobby, also sehr hohe Level. Ja, die Frage ist halt, was ist das Max-Level, Level, was man erreichen kann, ne? Muss man auch noch schauen. Und wir haben Stufe 5 erreicht. Perfekt.
Letzter Kampf für heute. Es ist definitiv das letzte Match für heute. Ich habe jetzt über 5 Minuten gewartet, bis ich eine neue, ja, ein neues Match finde. Unfassbar. Klar werden die Splatoon-Parts am Anfang ein bisschen kürzer. Die Splatoon-Online-Parts, ne? Ja, erst später mit dem Rangkampf verlängert sich das dann auf so 20 bis 25 Minuten. Ist aber okay so, ne? Also ich persönlich komm so halt gut mit der Arbeit voran, so halt auch noch die anderen Projekte zu bringen. Breath of the Wild muss ja auch zu Ende gehen und Splatoon Story Modus läuft ja auch nicht so lange. 2 Wochen, glaube ich, dann sind wir damit zumindest, was das Offline-Play angeht, fertig. So, ich bin einem Freund gejoint. Ich weiß nur nicht, bin ich mit ihm im Team oder nicht. Ja, ich bin. Okay. So, sieht aber auch gut aus. Oh, da kommt einer mit dem Schutzschild. Aufpassen. Jetzt habt ihr das mal einen Feind gesehen. Er wird dann mit Tinte eingesprüht und ja, muss man erst die Tinte abspritzen, bevor man halt an den Inkling rankommt. Und da hinten ist er gestorben. Ja gut. Schwarmraketen kommen, okay. Wo sind die Feinde? Da kommt einer, da kommt einer. Was ist das? Ach, das ist diese Regenwolke. Da werden wir im Projekt auch noch zu sehen bekommen. Keine Angst. Und man springt da zurück, wo man gestartet ist. Okay. Gut zu wissen. Taktisch ist das ja wichtig. Und was ja nie. So, er ist schwang, das wäre einen kleinen Gleichstand. Ich denke, das kriegen wir mal hin, oder? Oh Gott! Ah, danke. Der TLBR-Bär. Mich gerettet, so, und der will, dass wir zu ihm springen. Machen wir das mal. Oh, von hinten kommt ein Roller. Aber ist dem anscheinend egal. Steht den aber noch. Naja, du. Ah, der Ball. Okay. Auch noch eine Fähigkeit, die ich gespannt bin. Und das sieht gut aus. Ja. Top. Ja, Freunde, das war's dann mit Splatoon. Also auch zum Kleckser kann ich nichts sagen. Die neuen Waffen kommen erst später. Kleckser, normale Waffe. Wer eine Meinung dazu hören will, einfach das Online-Projekt von Splatoon 1 anschauen. Da gehe ich auf jede Waffe im Detail nochmal ein. Also, bis demnächst bei Splatoon Online. Ciao.